Also das, was ich privat mache, hilft mir im Job, weil man sich immer wieder gern daran erinnert, was man da geschafft hat, wenn das mal wieder so Extreme waren. Das sind so Momente, die einem länger in Erinnerung bleiben, die einem Kraft geben. Und beim Fallschirmspringen ist es so, dass man sich voll und ganz auf seinen Tandempartner verlassen muss. Der gibt einem das Vertrauen und die Stabilität. Und genauso ist es ja auch bei einem guten Arbeitgeber. Der gibt einem Halt und die Kraft, mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, weiterzugehen und auch sie weiterzuentwickeln. Und genau das habe ich bei Wanze. Ich arbeite in der Abteilung Galvanik, bin dort Meisterin und Abteilungsleiterin, bin zuständig für die Anlagenüberwachung, die Qualitätsüberwachung, die Planung vom Personaleinsatz. Ich bin zuständig auch für die ganze Chemieüberwachung von den Bädern. Also ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit, weil wir haben einen sehr guten Zusammenhalt. Wir bezeichnen uns selber immer noch oft als Wanzelianer, so eine richtig kleine Familie. Work-Life-Balance ist extrem wichtig. Die Freizeit sollte nicht unter der Arbeit leiden. Wir arbeiten ja eigentlich alle, um zu leben und nicht andersrum. Ich bin Marina Haug, bin 33 Jahre alt und arbeite bei der Firma Wanzel als Galvaniseurmeisterin.